Come on, you dipshit. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. It is quiet. All right. Yeah. That was really good. All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh. Dodge, stuff a 20 in this. Oh! Fucking do something about this! That's enough. Oh! Oh! I said that's enough! Hey, I got security! Security! What'd you fucking hold say? Come on, big guy! Come on there! No! Fuck! No. Come here, you little shit! No. Tracy! Go home! I just wanna talk to you. Ich muss mich schon die ganze Zeit so zurückhalten, dass ich mich einfach voll loslache. Das ist ja Mörder. Geil ist das. Ja, genau so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Ja, vielleicht nochmal eckenheftig, aber du wurscht. Was ist jetzt? Steig in den Laster. Okay. Was, jetzt muss ich... Was muss ich denn jetzt machen? Let's get that prick. Den muss ich jetzt, mit dem Laster muss ich den jetzt fangen. Na, Alter, aber sonst habt ihr keine Sorgen. We gotta go to the left. Warum nehmen wir nicht das eigene Auto? Das wäre doch viel, viel einfacher wie der Laster da. Oh, I am so sorry. Aber wurscht. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? So. Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. Also. It's poor parenting. Wenn man da bei so einer Show mitmacht, dann muss man schon echt einen Schaden abbauen. Vor allen Dingen die ganzen Patienten, die da immer aufmarschieren bei diesen Shows, ja, wirklich einen Scheißdreck können, aber von sich so überzeugt sind, weil vor 33 Jahren einmal die Oma gesagt hat, dass sie das Mädi gut singen kann, oder das Bubi, und dann glauben sie, sie können wirklich gut singen. Na. Ohne LKW wäre das einfacher. Schneller geht der LKW nämlich nicht. Na ja, probieren wir es halt so gut wie es geht, den einzuholen da. Look at him! He's on the train tracks! Oh, jetzt verliere ich meinen Hänger wahrscheinlich. Wäre aber gar nicht so schlecht. Scheiße, ich sehe nichts mehr, da geht die wieder hoch mit der Kamera. When we crush his little toy car, who knows what'll happen? Look, he went left. I knew this city would be full of douchebags. Douchebags. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Now we're gonna sink. Biegt jetzt sicherlich ab. Ah, ich hab's doch gewusst. So. Was macht er jetzt? Jetzt biegt er wieder ab. Can't get enough of the celebrities, can ya? 10 fucking minutes in LA. Shut up!
That cocksucker might be famous, but oh. Boah, wie lange geht denn das noch? Ich hol den mir eins. Muss ich den abschießen? Und ich spreche noch. Gut. Fahren wir den nochmal nach. Wird sich schon irgendwo eine Gelegenheit. Der wird eh, wenn es irgendwann sagen, dass ich ihn abballern muss. Oh. Ach du Scheiße, da runter mit dem LKW. Oh, Kacke. Alter, Wahnsinn, mit Bande. Geil. Wo ist denn der jetzt? Scheiße, da vorne. Oh, da steht er. Oh, Batterie leer. Blöd. Hey, hey, guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, alright? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old. And I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from loving sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. Alright, alright, now drop it like it's hot, alright? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. Alright, alright, come on, get no. up. Take off, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Alter Schwede, das ist so geil. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Was ist das jetzt gewesen? Scheiße, jetzt hab ich nicht auf. Es ist mir wurscht. Es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Komm, Michael, renn. Ach ja, der hat jetzt wenigstens einmal eine Mission freigeschalten. Aber ich möchte jetzt auch noch vor allem Dingen. Was ist das für eine geile Schüssel? Nein, ich möchte sein Auto herrichten. Auch, dass das immer wieder. Das ist doch nicht so billig, Auto herrichten. Ja, genau, Ammunition und mit Waffen ausrüsten, die Typen. Ja, hast du Glück gehabt, Alter, dass ich nochmal bremst hab. So. Oh, da rauffahren ist ein Random-Event. No, come on, man, I just got that bike! Hey, where the hell are you going with my bike? Er kommt nicht weit. Screw this. This shit ain't worth it. So, muss ich da wieder rauf? Geht das? Nein. Scheiße, jetzt komme ich da nicht rauf. Kack, die wandern. Go fuck your mom. There's like a pharmacy and a bank on every corner in this state. So da. Da kriegst du dein Fahrrad wieder. Na, da vorne. Da vorne, die Type. Na, bitte. Wie schaust denn du aus, Alter, wie vom Planet da offen hörst? Habt ihr das gesehen, der da aussteht wie vom Planet da offen? Naja, wurscht. Alter, jetzt ist da nur seine Schrottkiste. Da ist sicher eine Alarmanlage drinnen in der Lowrider-Partie da.
You're kidding! Na, nicht einmal. So. Ach Gott, Alter, was führt ihr da auf, Freunde? Seid es psoffen? Na gut. Oh scheiße, ich hoffe, ich habe zuerst die Musik nicht wieder vergessen. Aber das ist, wenn man dann so aufs Spiel gefesselt ist, vergiss ich das halt immer wieder. Gott, den Unterschlupf von Michael. Fahre ich da überhaupt in die richtige Richtung? Keine Ahnung. Ja, so ungefähr. Jetzt passt. Na, da finde ich auch ohnehin. Ohne Navi. Ohne Navi finde ich da auch hin. Ist nicht so schwer. Wow, das ist eine lahme Schüssel. So, da. Aber ist das ihre... Ja, diese Castingshows. Also ich hasse die, ja. Vor allem wirklich die ganzen Patienten, die dort aufmarschieren. Da jeder glaubt, er ist der Größte, ja. Aha, das war jetzt der Materazzo. Na, ist er jetzt endlich zufrieden, der Materazzo? Na, Gott sei Dank. So. Bin ich da jetzt schon zu weit gefahren oder kommt mein Unterschlupf erst? Ah, der kommt, glaube ich, erst. Da wieder auf großartig getönt. Ich finde da ohne Navi hin. Schauen wir mal, ob es so ist. Ob ich wirklich ohne Navi hin finde. Aber ich denke schon. Weil ich sehe nämlich schon. Okay. Ah, shit. Ja, immer wenn ich auf die Karte schaue. Wow. So. Ah, da stehen wir da mitten auf die Straße. Dass ihr auch einen Spaß damit habt. Gut. Da geht's rein. Ich geh rein. So. Ja, genau. Da steht auch schon seine Karre. Was ich da jetzt auch gleich einmal machen möchte, wie viel Kohle hat denn der? Water purifier, so you can drink your own urine. 500. Ja, das reicht. Gibt's da auch eine Garage? Ich glaube, jeder kann eine Garage haben. Wo sind denn diese Garagen? Los Santos Custom. Unterschlupf. Yachthafen. Was kann man da machen? Ein Yachthafen mitten in der Stadt? Wie geht denn das? Wurscht. Flugschule. Garage in Weinwood. Genau das habe ich gesucht. Da ist die. Ja, mal kaufen. Und dann werden wir in Michael sein Auto ein bisschen herrichten. Wobei ich gar nicht jetzt vorhabe, den spektakulär optisch aufzumöbeln. Aber zumindest vom Speed her. Das soll ruhig unauffällig ausschauen, der Kübel. Ganz dezent, ganz leichtes Understatement möchte ich da machen. Schau mal, ach ja, super. Da kann ich nicht einmal geradeaus fahren. Aber wichtige Reden schwingen. Naja. Shit happens. Ist so. Das ist scheiß Autoradio, das fuckt mich aber sowas von an manchmal, wirklich. Ist das da? Ach ja, tatsächlich. Die Garage. Gehen wir kaufen. Kaufen. Kostest du auch 30.000 oder muss der Michael da mehr löhnen? Nein, 30.000. Das haben wir doch glatt. Ah, schon die eigene Garage. Ja, gehen wir schon. Komm, du weiter.
Nein, ich mag nicht in die Garage. Was soll ich da drin? Ich hab eh noch keine Schüssel. So, und jetzt ab in die nächste Autowerkstatt. Ich glaube, da ist eh irgendwo eine in der Nähe, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl, da ist gleich eine. Ja, ein bisschen gegen die Einbahn fahren. Scheißt euch nicht an. Alter, was die alle gleich hupen, wie die Gestörten. Oh, wo steht denn da Feines? Naja, sowas wäre auch schön, aber wie gesagt. Der ist mal ein bisschen bruchsschwach und den muss ich ein bisschen verbessern. So. Ah, da geht's rein. Okay. Okay. Los Santos Customs, wir kommen. So, ich versuche das jetzt möglichst schnell, dass es nicht für euch Zuschauer zu langweilig wird. Aber ach, das muss einfach sein. Fahrzeug reparieren. Ja, Panzerung habe ich gesagt, mache ich einmal, was geht. So. Bremsen, ja, das ganze technische Schnickschnack, aha, der kann nur Sportbremsen, okay. Stoßstangen. Na, möchte ich gar nichts. Nix Stoßstangen. Tuning. Ah, schaut doch Käse aus. Ja, passt das so. Na gut, dann lassen wir das mal. Heckstoßstange, serienmäßig. Diffuser. Nein, lassen wir es so. Motor, da tun wir auf alle Fälle wieder verbessern. Jawohl. Auspuff. Chromauspuff. Nein, ich mache den Titanauspuff. Wurscht. So. Kotflügel. Verbreiterung. Ah, das kann nix.